Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute, wie versprochen, geht es um die nächsten Events. Drei an der Zahl, zwei Erbstücke, wahrscheinlich eins davon Erbstück Splitter und das lang ersehnte Next-Gen-Update. Das wird viele nicht sehr begeistern, weil viele von euch hatten nicht das Glück, bis heute leider tatsächlich die Lieferbarkeit der Next-Gen-Konsolen ist immer noch unterirdisch, und wenn sie irgendwo lieferbar sind, dann sind die Preise absolut unterirdisch. Es ist echt eine absolute Schweinerei, möchte ich fast mal sagen. Aber darum geht es heute nicht. Das Next-Gen-Update steht kurz vor Release und einige Dataminer wie Shrugtalk zum Beispiel haben den Release-Zeitraum schon eingeengt auf Season 11 und wahrscheinlich schon mit dem nächsten Update. Es wäre extrem geil. Ich zeige euch erstmal, was Shrugtalk gepostet hat. Und zwar wurden mit dem letzten größeren Update in den Gamefiles Codes gefunden, die eben der Codename für die Xbox sind, und einzelne Quelldateifetzen, die auf ein, und zwar das ist der Update to Gamepad Image to PS5 Gamepad bla 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 und so weiter und so fort, und eben hier nochmal in den Gamefiles dieses Codewort für die Xbox Series X und so weiter und so fort. Und Shrugtalk betitelte in einem anderen Post, dass es tatsächlich so sein kann, dass wir mit dem nächsten Update, was am 7. Dezember schon kommt, denn dort gehe ich jetzt einfach mal fließend über, und dort geht das erste Collection Event los. Wahrscheinlich haben alle davon oder alle damit gerechnet, dass das Collection Event erst wieder kurz nach dem Split von Season 11 ist. Wie es in den letzten zwei Seasons jetzt so war, gab es dann immer ein Erbstück. Es soll jetzt tatsächlich so sein, dass wir am 7. Dezember ein riesen Update bekommen, ein Collection Event. Das Collection Event nennt sich Space Pirate Collection Event. Dort soll, wie gesagt, das Next Gen Update für die Next Gen Konsolen mit am Start sein. Einen hundertprozentigen Beweis muss ich natürlich sagen, es ist nur ein Leak, aber Shrugtalk ist meistens auf einer relativ sicheren Seite. Wenn da was raus wird, dann passiert das, würde ich mal fast sagen, zu 95%. Space Pirate Collection Event ist quasi das erste Event in Season 11 und beinhaltet welche Skins. Ich lese mal ab, für die Legenden gibt es, ich lese nur die legendären Skins vor und nicht die lilanen. Legenden sollen Walk, Watson, Wraith, Bloodhound, Revenant und Pathfinder sein, und für die Waffen legendäre Skins Wingman 301, Hemlock, Flatline, KSMG und die Alternator. Das sind die legendären Skins für dieses Collection Event. Und in diesem Collection Event soll es immer noch ganz hoch im Kurs das Watson Erbstück sein. Blende ich jetzt nicht ein, spare ich mir. Ihr habt es wahrscheinlich alle schon mal auf irgendeiner Plattform, bei irgendeinem YouTube oder bei mir vielleicht mal gesehen. Dieses hässlichste Erbstück aller Zeiten, das wie so eine Laserpistole von einem Polizisten aussieht oder keine Ahnung, wie ein Enterhaken. Wie auch immer, Geschmäcker sind verschieden. Auf jeden Fall ist das Erbstück, was hoch im Kurs ist. Das Erbstück ist übrigens jetzt vor kurzem aus den Gamefiles verschwunden. Und genau das passiert immer dann, wenn etwas wie eine neue Waffe oder so kurz vor Release ist, dann verschwinden auf einmal die Gamefiles und sind dann mit dem nächsten Update final da. Also können wir davon ausgehen, dass tatsächlich das Wurzelerbstück das Erbstück ist. Oder wir wurden alle getäuscht und es ist wieder so eine Forge-Verarsche, weil es wirklich extrem hässlich ist. Die Community hat sich ja auf sämtlichen Plattformen sowas von ausgelassen, wie hässlich dieses Erbstück ist. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Wir gehen weiter im Text, denn wenn das Space Pirate Collection Event vorbei ist, am 21. Dezember, springen wir direkt über in das nächste Event. Von einem ins nächste, in das beliebteste Event meiner Meinung, und ich glaube auch die meisten von euch finden das am geilsten, das Holo Bash Weihnachtsevent. Zwei Wochen lang. Ich freue mich jetzt schon mega auf dieses Event. Von mir aus könnte es eindeutig ein bisschen eher starten, weil es einfach so ein bisschen Weihnachtsfeeling auch in Apex reinbringt. Auf jeden Fall freue ich mich auf dieses Event. Schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von dem Holobash-Event, wenn ihr noch nicht lange dabei seid und noch kein Weihnachtsevent mitgemacht habt. Das gab es im ersten Jahr, im zweiten Jahr und jetzt im dritten Jahr. Ich freue mich mega, es macht ultra, ultra Spaß. Und dann soll es ein weiteres Collection-Event geben. Und das ist genau das Collection-Event, was jetzt vom Zyklus her eigentlich kurz nach Split 2 wäre. Und zwar ist das kurz vor dem
dritten Geburtstag von Apex Legends und man geht jetzt davon aus, es wird nicht Erbstück sein, sondern ein Erbstück Splitter. Das hatten wir letztes Jahr auch schon mal im Collection Event. Viele, viele Skins konnten wir kaufen, 24 an der Zahl. Und dort haben wir dann Erbstück Splitter bekommen und so konnten wir ein Erbstück unserer Wahl ziehen. Und das ist das, was aktuell wohl in Planung ist. Das sind die drei Events für diese Season. Wann natürlich das letzte Event kommt, wie gesagt, Split 2 gehe ich davon aus. Ansonsten haben wir in den nächsten Wochen hoffentlich noch eine Menge Freude mit Apex Legends. Schreibt in die Kommentare, was ihr von diesem ganzen Spaß haltet. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, haut rein. Ciao.